Hallo und herzlich willkommen zur dieswöchigen Weekly Challenge in Einfach. Und ihr seht schon, heute müssen wir eigentlich nur 995 Meter schaffen. Und ich kann es jedem nur empfehlen, diese Woche die Weekly Challenge zu machen. Weil, also, ich glaube, so einfach konnte man sie wirklich noch nie schaffen. Die einzigen Voraussetzungen, die ihr haben müsst, sind wirklich kleine, kurze Sprünge zu machen. Und dann sollte das eigentlich alles gar kein Problem sein. Hier am Anfang werden wir jetzt auch ein bisschen dran gewöhnt. Hier sind alles noch große Sprünge. Ich werde allerdings immer kurz anmerken, wenn irgendwo was Kleines kommen sollte. Wir bekommen auch nachher hierfür nochmal einen Test. Hier können wir an den oberen Rand und uns einfach runter. Hier wäre es auch nochmal möglich, aber ich benutze den einfachen Weg. Ja, warum soll man es nicht einfach chillig das Ganze machen? Muss man schon nicht ganz so viel klicken. So, hier hoch. Hier wieder runterfallen lassen. Hier kriegen wir einen kleinen Test mit einem kleinen Sprung und wenn wir den schaffen, dann wird es kein Problem sein. Kleiner Sprung, fallen lassen. Groß, groß. So, hier runter, hier nochmal hoch, auch nochmal einen großen Sprung. Und dann hier auf den Bumper. Hier kommen wir zum ersten Mal an diese Stelle, wo wir das Ganze mit dem Sprung nach unten ausprobieren müssen. Die nächste Pause, kleiner Sprung oder auch großer. Hier auch nochmal das gleiche, klein, klein, nochmal drüber. Also ihr seht, diese Woche ist es wirklich chillig und ja, sollte eigentlich wirklich kein Thema sein. Wenn ihr trotzdem Probleme habt, dann schreibt es einfach ein bisschen in die Kommentare, vielleicht an welcher Stelle. Die ist zum Beispiel ein bisschen heikel, gerade diese 899 Meter Marke. Aber zur Not könnt ihr die Stellen auch einfach nochmal in Slow Motion anschauen. Und dann, ja. Ich sollte nicht so früh das Video immer aufnehmen. Hier drüber springen. Das sind jetzt gerade Elemente, die habe ich nicht so oft gehabt. Deswegen bin ich, oder ich habe sie vorher noch gar nicht gehabt. Deswegen bin ich hier gerade ein bisschen zitterig gewesen. Und habe ein bisschen gezögert. Und ja, ist jetzt, man schafft es aber trotzdem eigentlich recht gut. Hier auch drüber Propeller aktivieren. Und wir bekommen die 1200 Meter Pause. So, hier nochmal hoch, auf den Bumper und drüber springen. 1300 Meter. Großer Sprung. Hier drüber fallen lassen, wieder durchhauen. Schwierigkeitsgrad ist jetzt auf einem Niveau von heroisch. Oder extrem, so sagt man. Hier auch drüber. Und wir haben die 1500 Meter Marke. Hier kriegen wir dafür die entsprechende Pause. Drüber, drüber. Und die Stelle war natürlich bisher immer so die Goldmarke im Extremmodus. Und heute bekommen wir sie hier uns entgegengehalten. Ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Wenn ja, gebt ein Like und ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns entweder morgen zur nächsten Daily Challenge oder nächste Woche zur nächsten Weekly Challenge. Bis dann!